2023, das Jahr des Wasserhasen. In diesem Video zeige ich dir, wie man die Schwachpunkte oder die Problemzone in Haus, Wohnung oder Büro erkennt und wie man damit umgeht. Alles Weitere im Video. Hier nun, wie jedes Jahr, die konkreten Praxistipps rund um das Hasenjahr, um den ein oder anderen Stressfaktor zu Hause oder im Büro, in der Wohnung, im Haus einfach besser zu erkennen und auch mit meinen Tipps und Tricks herauszunehmen oder diese möglichen Effekte, es sind ja immer nur mögliche Effekte, auch abzumildern. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, warum ich andere Methoden, denn es gibt noch andere Methoden, nicht erwähne. Es gibt ganz viele Methoden. Ich konzentriere mich hier auf die aus meiner Erfahrung und aus meiner Meinung nach wichtigsten Methoden. Im Chinesischen ist das anders. Die haben wirklich Dutzende und ich vermute, manchmal ist das auch nur Verkaufstrick, um möglichst viele Hilfsmittel dann auch zu verkaufen. Es gibt bestimmt noch weitere Aspekte, die möglicherweise auch sinnvoll sind, wohin man schauen soll oder aus welcher Richtung man etwas zum Beispiel bei einer Bewerbung anreisen soll. Aber ich möchte das hier auch relativ kurz und knackig halten und deswegen, ich konzentriere mich mal auf die aus meiner Sicht wichtigsten Dinge. Man muss sich auch nicht mit allem verrückt machen. Die Welt da draußen, die ist echt schon verrückt genug und deswegen wollen wir jetzt mal einsteigen, um die Tipps und Tricks für 2023, das Jahr des Wasserhasen, anzugehen. Und ich hoffe, ihr bringt mir alle genügend Vertrauen entgegen, um zu sagen, ich glaube, das reicht. Außerdem, man muss auch manche Erfahrungen einfach machen, also auch im vermeintlich Negativen, weil offensichtlich sind wir ja nur in der Lage, über eine schlechte Erfahrung etwas zu lernen. Starten wir mit einer Erklärung, wie die fünf Elemente, oder im Chinesischen heißt es auch Wuxing, also wie die fünf Elemente miteinander interagieren. Das ist das Element Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und das möchte ich an einem kleinen Video kurz erklären, damit man meine Maßnahmen, auf die ich eingehe, einfach auch besser verstehen kann. Was ich euch jetzt zeigen möchte, das ist quasi Grundwissen, um die Hilfsmittel zum Teil auch verstehen zu können. Und ich habe das Glück, dass meine letzte Studententruppe der Internationalen Feng Shui-Ausbildung oder der Internationalen Feng Shui-Akademie, die hier meine Ausbildung zum Feng Shui-Berater gemacht haben, die haben mir diese kleine Abschiedspräsent geschenkt zum Abschluss des Unterrichts. Und daran möchte ich mal die Elementezuordnung erklären an den Elementen mitsamt ihren Enden. Zunächst haben wir das Element Holz, deswegen auch grün. Und das ist so eine Art Förster, der da sitzt. Und der, oder Abenteurer, weil das so die Archetypen sind für das Holz. Das Holz nährt wiederum das Feuer. Da haben wir dann unseren Feuerwehrmann. Das Feuer nährt die Erde. Das wird so ein bisschen den Koch dargestellt, weil Erde gerne genießt und isst. Die Erde nährt wiederum das Metall. Das ist zum Beispiel auch die Gerechtigkeit und das Fairness, deswegen auch die Polizistenente. Das Metall nährt das Wasser und deswegen auch die Taucherente da. Und das Wasser wiederum nährt das Holz. Das ist ein sogenannter nährender Kreislauf und den nutzen wir im Feng Shui ständig. Das heißt aber auch, und das ist, ich konzentriere mich jetzt nochmal nur auf zwei Elemente, damit wir die Maßnahmen verstehen können. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel das Metall ist in der Lage, der Erde Kraft zu entziehen. Also wenn wir Metall in einer Wohnung oder in einem Haus einsetzen, dann heißt das unter anderem auch, die Erde wird geschwächt. Das kann sehr sinnvoll sein und das ist eine der Methoden, die wir anwenden, zum Beispiel in den jährlichen Flying Stars, in den jährlichen fliegenden Sternen. Da gehe ich gleich drauf ein. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum ein Grundverständnis, wie diese Elemente zusammengehören oder wie die interagieren, dass man nachvollziehen kann, warum die Empfehlungen so sind, wie sie sind. Auch das Metall
Wasser nährt und dass das Wasser dann das Holz nährt, wird gleich noch sehr wichtig werden. Und auch, dass man Feuer in bestimmten Situationen vermeiden sollte, weil das Feuer die Erde nährt, was wir nicht unbedingt in diesen Fällen haben wollen. So, nun gehen wir mal nach dieser grundsätzlichen Erklärung der fünf Elemente grundsätzlich vor und arbeiten uns Stück für Stück durch die, wie gesagt, aus meiner Sicht wichtigsten Methoden und Berechnungen. Und hier geht's nun los. Beginnen wir doch mal mit den Flying Stars. Wir haben für dieses Jahr im Zentrum stehen die 4 und die fliegt dann vorwärts und so weiter und so fort. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 fliegt vorwärts. Und jetzt sehen wir die beiden Stresssterne, um die es sozusagen geht, ist einmal die 5 und einmal die 2. Und da gucken wir immer, dass wir möglichst viel Metall einbringen in diese Sterne. Also das Element Metall gehört da rein. Wobei bei der 5, die steht im Nordwesten und der Nordwesten ist bereits Metall, während der Osten mit der 2 ist Holz. So, was bedeutet das? Also zunächst mal, was ist Metall oder womit sollte man den Osten und den Nordwesten grundsätzlich aufladen? Weil die 5 und die 2 Blockadesterne sind. Das kann Krankheit bedeuten, das kann Unwohlsein bedeuten, dass komische Dinge passieren, dass man nicht so richtig vorankommt, dass man rumkränkelt. Genau kann man das nicht sagen. Auf jeden Fall sind diese Bereiche sehr häufig dann von so kleinen Missgeschicken auch betroffen. Beide Sterne, sowohl die 5 und die 2, werden der Erde zugerechnet und deswegen arbeiten wir mit Metall, weil das die Erde ableitet. Ich zeige nachher auch nochmal eine Chart, eine Elemente-Chart und im Text unten ist auch nochmal ein Link unter diesem Video zu der Elemente-Erklärung, falls sich da jemand näher mit beschäftigen möchte. Metall heißt alles, was Silber, Gold, strahlendes, helles, weißes, Blech, Kupfer, Eisen, also wirklich das Metall. Und von der Formsprache her rund, halbrund, oval. Also all sowas, damit kann in den beiden Himmelsrichtungen quasi dekorativ aufgeladen werden, um diesen erdigen Effekt rauszunehmen. Nun gibt es zwei Besonderheiten für diese Richtung. Einmal Nordwesten ist bereits eine Metallrichtung. Das heißt, da wird die Metallhilfsmittel, die wir einsetzen, nochmal unterstützt, auch über die Richtung, um die Erde zu schwächen, weil das Metall entzieht der Erde die Kraft. Das ist ein bisschen anders im Osten, denn da können wir jetzt neben dem Metall, beziehungsweise wenn wir das Metall einsetzen, können wir auch noch Wasser dazu nehmen, also zum Beispiel eine Glasvase, also eine durchsichtige, schlichte Glasvase, da kommt Wasser rein und dann wird dieses Wasser dann halb gefüllt oder die Vase halb gefüllt mit schwarzen oder dunkelblauen Steinen, um auch nochmal auf der farblichen Ebene das Wasser zu symbolisieren. Weil was jetzt passiert, nämlich Folgendes, ich schreibe das mal hier unten hin, die 2 ist Erde, die gibt in das Metall ein, was wir quasi dekorativ einsetzen oder das gibt die Energie ab. Dann gehen wir über das Metall ins Wasser, weil Metall Wasser produziert und von da ins Holz, weil Wasser das Holz nährt. Und damit sind wir wieder im Osten und der Osten ist Holz. Also das wäre so meine Empfehlung im Sinne der Flying Stars, was man da dieses Jahr machen könnte. Wie wir gesehen haben, sind die 2 und 5, also so eine Art Blockade, Sterne haben auch mit Krankheit zu tun, mit ungewöhnlichen Hindernissen und mit anderen Stressfaktoren. Ich will dazu ein kurzes Beratungsbeispiel nennen, also was tatsächlich bei mir auch passiert ist. Ich habe im Architektenbüro beraten und alles war in Ordnung. Die Beratung ist auch gut gelaufen und dann rief mich der Architekt an und sagte, du, das ist irgendwie komisch. In diesem Jahr haben wir zwei Architekten, wo immer alles super gelaufen ist und auf einmal
kriegen wir da Probleme. Aufträge werden storniert, die werden häufig krank, Projekte werden nicht zu Ende geführt. Hast du irgendwie eine Idee, was das möglicherweise sein könnte? Und dann habe ich mir das angeguckt und zu dem Zeitpunkt war die 5, war im Südwesten. Und in der Tat, das war genau vom Architektenbüro, das war genau der Bereich, in dem die beiden gesessen haben. Und da habe ich dann mit sehr viel Metall gearbeitet, wie ich auch gleich darauf eingehen werde, beziehungsweise was ich erklären werde zu dem Thema. Und dann wurde es auch deutlich besser. Also es ist tatsächlich zu spüren, nicht immer, aber sehr häufig, dass da irgendwie was los ist. Also, wie werden die beiden Elemente bearbeitet? Die 2 und die 5 sind beide Erde. Wie gesagt, eine stressige Erde. Und ich hatte ja im 5-Elemente-Video schon gesagt, das wird mit Metall abgeleitet. Das heißt, in diesen Bereichen, wo die 2 und die 5 ist, mit ganz viel Metall arbeiten, sprich Eisen, Blech, Gold, Silber, Kupfer, also alles, was wirklich metallisch ist von der Farbe her, kann auch eine Farbe sein, also zum Beispiel eine Goldfarbe, eine Silberfarbe oder auch strahlendes Weiß oder Objekte, die diese Farbe haben. Und von der Formsprache her, ist Metall rund oder kugelig, oval, halbrund. Auch dafür habe ich einfach mal Beispiele als Foto eingebracht, damit man so mal eine Idee hat, was das sein könnte. Wenn man mag, also ich bin ja ein großer Fan von Musik, habe ja auch 15 Jahre mein eigenes Schallplattenlabel gehabt. Also wenn man mag, kann man natürlich auch das Thema Metall über ein Klangspiel in einen Raum hineinzaubern. Das sollte dann aber ein sehr, sehr, sehr gutes Klangspiel sein mit Metallstäben. Und es gibt Klangspiele, die sind auch auf Planeten gestimmt. Und die kann man kaufen, muss man im Internet mal googeln. Ich habe im Augenblick keine Adresse, weil mein Lieferant ist leider weggezogen. Der ist in die Schweiz gegangen. Der hieß mal Wu Wei. Vielleicht heißt es auch immer noch Wu Wei. Und der hat Windspiele gestimmt, also Metallspiele getrimmt auf Planeten. Und der Metallplanet ist Venus. Man sollte also darauf achten, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, unbedingt Venus zu nehmen, aber man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass dieses Metallspiel einen guten Klang hat. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann dreht man wirklich komplett durch, wenn das so ein Klingelingeling ist, was einfach nur nervt. Eine weitere ganz beliebte Methode ist die sogenannte Salz-Wasser-Münzmethode. Und auch dafür habe ich eine kleine Grafik vorbereitet, um das zu erläutern. Eine weitere ganz beliebte Methode in Feng Shui-Kreisen ist die sogenannte Salz-Wasser-Münz-Methode. Die zeige ich euch gleich nochmal im Foto, wie das also in echt oder in real aussieht. Aber hier mal meine ja, nicht besonders dollen Zeichnungen, aber ich glaube, es wird verständlich, wenn ich das erkläre. Wir brauchen nämlich ein paar Sachen. Wir brauchen irgendeine Unterschale, also wie zum Beispiel ein Suppenteller oder was bei den Blumentöpfen oft unten drunter ist, so eine Tonschale, wo sich das Wasser sammeln kann. Dann brauchen wir eine kleinere hohe Schale, die da reingestellt wird. Das kann eine Puddingschale sein oder wie gesagt ein anderes kleineres Ton- oder Porzellan- oder Glasgefäß. Und in diese Schale packen wir insgesamt 6 Münzen, 6 Metallmünzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist egal, was für eine Währung, Hauptsache es ist aus Metall, muss auch nicht alles die gleiche sein, können unterschiedliche sein. Diese Metallmünzen bedecken wir, ich habe das hier so braun gemalt und krüsselig, bedecken wir mit Salz. Egal was für ein Salz, grobkörnig, feinkörnig, ist egal, wird auf jeden Fall mit Salz bedeckt. Und dann wird diese Schale mit Wasser aufgefüllt, also Wasser auch einfach aus der Leitung auffüllen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt fängt sich an, dieses Salz nach und nach rauszukristallisieren, bildet ganz tolle Strukturen, also richtig künstlerisch. Und wir brauchen also deswegen diese Schale, weil das Salz sich immer weiter rauskristallisiert. Und man muss immer wieder Salz und Wasser nachkippen. Das ist wichtig. Das verdunstet ja. Durch die Verdunstung entstehen halt diese Verkrustungen an den Seiten. Und die Idee dahinter ist, warum Feng Shui-Leute das anwenden, das herauskristallierende Salz und aus dem Metallwasser sozusagen bindet die kranke Erdenergie, also kranke in Anführungsstrichen, kranke Erdenergie der 2 und der 5, bindet die und dann kann man das entsorgen. Also immer wieder auffüllen und wenn zu viel Salz
Kruste da ist, dann kann man das abmachen, nach draußen entsorgen, bitte nicht drin, also bitte nicht im Mülleimer drin, sondern nach draußen tragen, entsorgen und dann kann man das Ganze von vorne machen. Auch hier wieder, wir fangen zur Wintersonnenwende an und hören bei der Wintersonnenwende damit wieder auf. Also 21. Dezember 2022 anfangen und dann in den Osten oder in den Nordwesten stellen, da wo die 2 und die 5 sind. Und man kann dann die Himmelsrichtung wechseln, wenn wir 2023 in eine andere, beim Start des Jahres in eine andere Himmelsrichtung kommen. Aber da gibt es ja auch wieder meine Tipps und Tricks, um euch darauf aufmerksam zu machen. Vermieden werden sollte in diesen beiden Richtungen auf jeden Fall die Farben Rot oder heiße Blaus. Also heiße Blaus im Sinne von wie eine Propangasflamme, das blau ist, oder auf dem Feuerwehrauto oben das blau. Warum? Dieses Blau rechnen wir aufgrund der Hitze, in Anführungsstrichen, auch dem Feuer dazu. Und da Feuer Erde produziert, ich verweise jetzt nochmal auf mein Video über die fünf Elemente, Feuer produziert Erde. Wir wollen natürlich diese Erde, Stresssterne 2 und 5, nicht über das Feuer stärken. Also deswegen im Nordwesten und auch im Osten dieses Jahr Rot oder heiße Blaus vermeiden, ebenso wie Erdfarben selber, sprich Ocker oder Kaffee oder Latte Macchiato Browns, überhaupt Browns, satte Gelbs, Beige, das sind alles Erdefarben. Auch da wiederum, schaut euch einfach mein Video an zu dem Thema 5 Elemente. Das habe ich übrigens verlinkt. Unten im Text könnt ihr auf eine 5-Elemente-Seite auf meiner Homepage gehen, wo ich das nochmal erkläre. Und da gibt es auch zu jedem Element ein kleines kurzes Video. Und das macht das alles nochmal deutlicher, wie diese Elemente aufgebaut sind. So, wir sind noch nicht durch. Nächstes Thema. Three Killings, bitte bloß jetzt keine Panik. Three Killings, die drei Tötungen. Die Chinesen neigen dazu, dramatische Worte zu benutzen in ihrer Piktogramm, also in ihrer Bildsprache. Auch hier wieder, glaube ich, wird das vor allen Dingen eingesetzt, um möglichst viele Hilfsmittel zu verkaufen oder an den Mann zu bringen. Aber dennoch, der Westen ist dieses Jahr energetisch ziemlich gebeutelt. Das kriegen wir im Laufe dieses Videos mit. Also der Westen ist dieses Jahr 2023 echt mit Vorsicht zu genießen. Und was diese Three Killings sind, auch das erläutere ich jetzt zum besseren Verständnis in einer Grafik. Auch hier wieder möchte ich eine Grafik einspielen, damit das vielleicht ein wenig klarer wird. Also die sich jedes Jahr ändernde Stresszone der drei Killings oder Three Killings wird berechnet auf dem jeweils aktiven Jahrestier. Also wiederum 2023, was ist aktiv? Es ist der Hase aktiv. Nun hat der Hase zwei richtig gute Kumpels, nämlich das Schwein, sehen wir hier. Jetzt hat es gerade hier meine Markierungen gewischt. Und das Schaf hier. Also die drei zusammen, Hase, Schaf, und das Schwein, das machen jetzt zusammen, die gehen auf Ausflug und produzieren Holz. Also richtig, richtig viel Holz. Das nennt sich auch ein Energietrigon und das kommt aus dem Bazi. Ich muss noch mal kurz eben hier mein Grün vervollständigen, damit das besser zu sehen ist. Es kommt, wie gesagt, alles aus dem Bazi und die drei produzieren Holz. Und das ist ja gleichzeitig das prägende Element des gesamten Ostens. Der Osten wird im Holz zugeordnet. Also der Osten kann vor Kraft kaum gehen und hat nun vor, dieses einzusetzen auf die direkt gegenüberliegende Himmelsrichtung und darauf schön drauf rumzuprügeln. Und das ist der Hahn und der steht im Westen. Und deswegen habe ich auch gesagt, der Westen ist dieses Jahr arg gebeutelt. Da kommt nämlich auch noch ein bisschen mehr. Der Westen und insbesondere der Hahn wird dem Metall zugerechnet, und zwar dem Yin-Metall. Und jetzt wieder aus der Elemente-Erklärung, die ich ja erklärt habe, wie die Elemente zusammenhängen. Der Westen und auch der Hahn ist Metall. Metall produziert wiederum Wasser. Und das Wasser wiederum nährt das Holz. Und jetzt könnte man quasi im Westen so eine Art Friedensangebot machen, indem man sagt, okay,
Wir packen mal eine schöne Wasserschale oder eine Vogeltränke oder irgend sowas in den Westen hinein, weil der Metall des Westens produziert ja auch Wasser. Und Wasser wiederum nährt, juhu, das Holz des Ostens, dass man so eine Art sagt, okay, ich mache dir mal ein Friedensangebot, dass du das hier nicht so heftig rannimmst. Hier ist eine metallische Vogeltränke oder eine Metallschale mit Wasser als Friedensangebot. Das andere, was zum Beispiel in Asien sehr viel gemacht wird, also ein klassisches Feng Shui-Hilfsmittel, ist das Aufstellen der drei himmlischen Tiere. Das sind paarweise die Fabelwesen Fudogs, Chinlins und Piaos. Und die sollen dann auch in den Westen schauen. Also die stellt man quasi außen an der Hauswand auf oder auf einer Fensterbank in der Wohnung. Und die können dann in den Westen gucken. Und das soll auch diese schwierige Energie des Westens ein wenig beruhigen oder unterstützen, sodass es im Westen nicht so große Probleme geben mag. Gut, soweit die Three Killings. Noch eine Anmerkung dazu. Wer sich also solche Fabelwesen, also Chinlin, Fudog, Piao, bestellen möchte und auf sowas steht, gibt ja, also ich stehe zum Beispiel auf diese China-Sachen sehr, aber das muss nicht unbedingt sein. Aber wer darauf steht oder wer das mag, der kann gerne Formosa Art auf Taiwan kontakten. Auch das verlinke ich hier unter dem Text. Das ist ein Deutscher, der diese Firma in Taiwan hat, Jürgen Müller, und der kann euch solche Sachen besorgen. Abgesehen davon, das Wichtigste, was ihr im Westen dieses Jahr tun könnt, das gilt für die Three Killings, aber auch eine andere Methode, die ich gleich noch erläutere, ist Lärm vermeiden. Also keine großen Bäume absägen, keine Betonmischer laufen lassen, keine Wände einreißen oder ein Haus abbrechen. Das sollte man möglichst in das nächste Jahr verschieben. Was völlig okay ist, wenn man mal einen Nagel anhämmern muss oder man muss mal was schrauben oder ein Loch bohren, das ist alles völlig okay. Oder man düst mal mit dem Rasenmäher vorbei, das ist alles kein Problem. Nur lange anhaltenden Lärm sollte man möglichst im Westen vermeiden. Denn leider ist der Westen mit dieser einen Methode, mit Three Killings, noch nicht durch. Da gibt es noch etwas und dafür auch hier wiederum zum besseren Verständnis spiele ich noch eine Chart ein mit den 8 Himmelsrichtungen, um das sogenannte Tai Sui zu erklären. Auch der Tai Sui wird dieses Jahr durch den Hasen in der Mitte des Ostens definiert. Mitte heißt 15 Grad. Also das sind jeweils 15 Grad. Jetzt hat es mal wieder mein Wischer. Das sind jeweils 15 Grad. Das sind 15 Grad. Das sind 15 Grad. Insgesamt also das Ganze umfasst 45 Grad. Interessant ist halt die Mitte mit dem Hasen. Der definiert das Tai Sui und die ersten 15 Grad sind im Yang-Holz, das könnt ihr hier sehen, die zweiten sind im Hasen, die dritte sind im Yin-Holz und dieser Osten kann insgesamt vor Kraft kaum gehen. Also diese Hasenposition ist quasi von oben bis unten mit Qi gefüllt. Und deswegen sollte man einen vor Kraft kaum gehenden Hasen, den sollte man möglichst nicht reizen und den sollte man in Ruhe lassen. Und diese Hasenposition, die nennt man auch Tai Sui. So, leider weiß der Hase nicht, wohin mit seiner ganzen Kraft. Also knöpft er sich, um energielos zu werden, mal wieder den Westen vor. Und zwar 180 Grad gegenüber ist der Hahn. Und der kriegt die ganze Chose ab, das ganze Qi ab. Und das ist auch das Problem, warum der Westen dieses Jahr so gebeutelt ist. Und diese Position nennt sich Por Sui. Auch hier bietet sich an, wiederum die Opfergabe Wasser. Das hatten wir ja vorhin schon. Insofern brauchen wir das noch nicht mal doppeln, sondern können wir wieder eine Wasserschale oder eine Vogeltränke, eine Blech- oder eine Eisenschale mit Wasser. Warum? Weil der Hahn produziert, ich hatte das ja schon mal gesagt, produziert Metall und das Metall oder ist Metall und das Metall produziert Wasser und Wasser wiederum nährt das Holz. Das wäre wieder so eine Art Friedensangebot an den Osten, an den Hasen mit seinem Metall.
Was man auch machen könnte, wäre dem Osten seine drei Kumpels zur Seite zu stellen. Das hatten wir nämlich auch schon. Ich schreibe das mal jetzt einfach daneben, denn wir hätten einmal das Schaf und einmal das Schwein. Und in der Hoffnung, dass der Hase dann mit dem Schwein und dem Schaf ordentlich einen trinken geht und woanders Party macht, anstatt auf den Hahn einzuprügeln. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Das sind die Maßnahmen, die man machen kann. Auf der persönlichen Ebene, also wer im Jahr des Hahns geboren ist, der erfährt möglicherweise auch den sehrjenigen Schattenwurf des Hasens. Also der ist ja voller Saft und Kraft, steht voll im energetischen Licht sozusagen. Und direkt gegenüber, also 180 Grad gegenüber im chinesischen Tierkreiszeichen, da steht der Hahn. Und der kriegt jetzt voll den Schattenwurf des Hasens. Und deswegen ist man möglicherweise als Hahn geborener schlapp drauf. Also wenn man wissen möchte, ob man Hahn geboren ist, einfach unsere Seite internationale Feng Shui Akademie.de aufrufen. Da gibt es eine Service-Seite. Und auf dieser Service-Seite oder in dieser Service-Seite befindet sich ein Programm, um sein eigenes Horoskop zu berechnen. Müsst ihr nur eure Daten eingeben und dann guckt bitte auf die sogenannte Jahressäule. Die Jahressäule, die steht ganz rechts. Und da ist das jeweilige Tier aufgeführt. Und wenn ihr da das Tier Hahn habt, ja, dann seid ihr auch im sogenannten Por Sui, hatte ich ja eben erklärt. Und möglicherweise habt ihr das Gefühl, dass dieses Jahr irgendwie nicht so rund läuft. Bisschen schlapp drauf ist oder kränkelt rum, prägt sich unterschiedlich aus. In Asien übrigens ist ganz interessant, spiele ich auch mal ein paar Fotos von ein. Da gibt es Tempel, also sehr viele, wo man ein Taisui-Gebet beim Mönch bestellen kann. Für einen kleinen Obolus betet der dann für die vom Taisui geplagten. So interessant, Robert Habeck sollte eventuell 2023 einen solchen Tempel besuchen, denn Robert Habeck ist im Jahr des Hahns geboren. Könnt ihr jetzt auch gleich, spielt das gleich mal ein, den Chart. So sieht die Chart aus, die ihr auf unserer Seite internationale Feng Shui Akademie.de, die ihr euch selber ausfüllen könnt. Und ja, soweit meine kurze Info dazu. Schaut euch das mal an. So ganz harte Fengschisten, wie ich immer so sage, also Leute, die richtig tief im Feng Shui drin sind, nutzen das Prinzip von Yin und Yang, um auf einer persönlichen Ebene den Taisui abzumildern. Also, da der Hahn ja im Schatten ist und Schatten wird in der Regel mit Yin in Verbindung gebracht, also sozusagen die Hahngeborenen fristen 2023 ein Schattendasein. Versucht man diese Yin-Qualität, die der Schatten ja nun mal hat, mit Yang zu kompensieren. Und das maximale Yang, was wir im Feng Shui im Sinne einer Farbe haben, ist das Rot. Und wie gesagt, die ganz Harten, die binden sich ein rotes Band um den Bauch, knoten es fest und tragen das wirklich an 365 Tagen im Jahr. Muss natürlich ab und zu mal gewaschen und erneuert werden, aber die tragen das an 365 Tagen im Jahr. 24/7 sozusagen. Das ist so die klassisch asiatische Methode. Aber man kann auch rote Bändchen am Armgelenk tragen, das ist weniger auffällig. Oder auch viel rote Unterwäsche ist angesagt oder rote Socken werden auch gerne genommen. Also alles, was rot ist, damit Yang und dem Schatten des Yin dann etwas entgegenzusetzen hat. Also man startet zur Wintersonnenwende, sprich zum 21. Dezember 2023 mit seiner roten Phase sozusagen und zieht das durch als Hahngeborener, ansonsten braucht man das nicht, als Hahngeborener bis zur nächsten Wintersonnenwende, also in 12 Monaten, 21. Dezember 2023. Und diese rote Phase, ich bitte das, ist nicht politisch gemeint, sondern rein energetisch. Ein aus meiner Sicht ganz interessanter Nachtrag zum Thema Taisui im Jahr 2023, also jetzt im Tigerjahr, möchte ich auch jetzt gerne in einer Grafik erläutern. Was wir hier sehen, ist die Abzeichnung einer Karte. Das habe ich mal per Hand gemacht, weil wenn man Karten abfotografiert, dann kommt man ganz schnell in Copyright-Probleme.
Deswegen habe ich das mal manuell gemacht. Und ich will euch das mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, ich habe die 0 Grad Nord-Süd-Linie gezogen, quasi genau in der Mitte zwischen Moskau und zwischen Kiew. Das ist also hier. Dann habe ich einfach meine Kompassscheibe aufgelegt zur besseren Orientierung. Ich habe einfach mal ein paar Städte eingetragen, damit man sich da mal ein bisschen orientieren kann. Aber entscheidend sind halt Kiew und entscheidend ist Moskau hier. Und wenn ich das jetzt von der Mitte ausgehend, ist Moskau im Nordosten. Das seht ihr hier, das habe ich hier auch markiert. Und Kiew ist im Südwesten. Und jetzt ist es ja so, dass, also dieses Jahr, ich rede jetzt von 2022, ist Moskau im Tiger. Das ist das vor Kraft strotzende Tier im Jahr 2022. Und Kiew kriegt also die volle Breitseite ab, denn Kiew ist im Affen im Südwesten. Und jetzt kann man natürlich mal gucken, ob das ja einfach recherchemäßig, ob man das noch mal irgendwo anders sich wiederholt. Da könnte eventuell sogar 2023 was ganz Interessantes auf uns zukommen. So, wenn ich das nun mal auf unser kommendes Jahr 2023, also das Hasenjahr, anwende, der ist ja strotzend vor Kraft, sitzt der Hase oder steht der Hase oder rennt rum im Osten, dann drängt sich folgende Frage auf, wenn man das einfach mal macht. Wenn ich eine Linie ziehe von Moskau nach Washington, und die Mitte der Linie ist ungefähr nordwestlich der Azoren. Und dann lege ich meinen Kompass auf, also mit den 8 Himmelsrichtungen oder meine Kompassscheibe. Unsere Leute, die Feng Shui-Studenten, die wissen, was ich meine. Wenn ich diese Kompassscheibe mit den 8 Himmelsrichtungen auflege, ja, dann habe ich Moskau im Osten und von dort gucke ich in welche Städte, Berlin, Brüssel, Paris. Und die Linie endet ja in Washington. Da kann man mal drüber nachdenken, was das möglicherweise 2023 für das Ost-West-Verhältnis bedeutet. Oder mal ganz global im übertragenen Sinne: Osten, China, Taiwan, Westen, USA. Wir werden das beobachten. Möglicherweise kommen da viele Fragen oder auch Beobachtungsergebnisse auf uns zu. Soweit meine Feng Shui. Tipps und Tricks für 2023. Ich habe noch was, und zwar für uns Nordeuropäer oder auch im Sinne eurer nordeuropäischen Wurzeln möchte ich auf die Rauhnächte verweisen. Die fangen ja zur Wintersonnenwende an, am 21., 22. Dezember. Also es sind immer die Nächte vom 21. auf den 22. Gibt 12 Rauhnächte insgesamt. Aber die wichtigsten sind der 24., neben der Wintersonnenwende, die wichtigsten sind der 24., 25. Dezember, dann vom 31. Dezember auf den 1. Januar und vom 5. auf den 6. Januar, das sind die Heiligen Drei Könige, das sind die 4 wichtigsten Rauhnächte. Und das ist immer eine wirklich gute Zeit, um mal Haus, Wohnung, Büro, gern auch draußen und insbesondere die Türzargen, wo sich immer ganz viel Qi ablegt an den Türzargen, um die mal zu räuchern, um das alte Jahr loszulassen und das neue Jahr willkommen zu heißen. Und weil Odin, das ist so der mystische Hintergrund, der jagt ja mit seiner wilden Jagdgesellschaft, mit seiner wilden Horde um die Welt, in den 12 Rauhnächten und besucht die Erde, und deswegen gibt es auch den Brauch, dass man in den Rauhnächten oder während der Rauhnächte die Wäsche nicht waschen soll und vor allen Dingen nicht draußen aufhängen soll. Denn dann könnte sich Odin und seine Horde in den Wäscheleinen verfangen. Und das wollen wir alle nicht, dann wird er sauer und haben wir hinterher Stress. Der soll mal ungehindert reiten können mit seiner Truppe. Ich wünsche euch allen von Herzen alles Gute. Von Herzen alles Gute. Wir werden es wirklich gebrauchen können, stabil auf dieser Erde zu stehen, die Veränderungen anzunehmen, die da auf uns zukommen. Und das werden nicht wenige sein, aber wir müssen durch diese Veränderungen durch, um wirklich zu etwas Neuem zu kommen.
was uns hoffentlich deutlich besser gefällt als das alte System. Es wird ziemlich aufregend 2023, glaube ich. Der Hase rennt und rennt und rennt und schlägt dabei viele, viele Haken. Das kennen wir ja und vielleicht ist es auch ein interessantes Bild. Dieses Jahr könnte sich viele, viele unerwarteten Wendungen, Drehungen oder Haken ergeben. Bereiten wir uns also auf das Unvorhersehbare vor, wenn man sich überhaupt auf das Unvorhersehbare und auf die Haken vorbereiten kann. Ich wünsche euch alles, alles Gute und trotz allen Action oder trotz allen Themen, die wir 2023 zu bewältigen haben, vor allen Dingen holt euch eure Pausen, gönnt euch Ruhe und übt euch im immerwährenden Optimismus. Tschüss. Thank you.